hat sie jetzt schon mal 12 Trefferpunkte bekommen. Wenn sie Experte wird, verdoppelt sich das, richtig? Genau. Das heißt, 12 werden 24 Punkte. Also schon mal 10% mehr Lebenspunkte. Das ist nicht schlecht. Für nur 4 plus 3 plus 2 plus 1. Nee, 4 plus 3 plus 2. Also für 9 Fähigkeitspunkte. Du könntest das... Du musst das gar nicht machen, du hast schon 4. Okay, wir müssen noch ganz kurz zum Expertenlehrer springen. Für Konditionen, der ist immer so egal. Dann bewahrst du die 10 Punkte einfach auf, damit du Körper auf Meister bringen kannst später. Du hast Kondition noch keine 4, aber die anderen beiden Zauberer haben das. Du bist echt ein komischer Krieger. So. Bringen uns bitte zurück dahin, wo wir eben gerade waren. Lehrer. Zaubermeister. Überall Zaubermeister. Die sind auch schick, aber... Hallo. Experte der Konditionen. 500. Ja. 500. Okay. Guck dir das mal an. Das ist alles, was sie dazu bekommen haben, bis zum Maximum. Das ist okay. Das ist echt okay. Das kannst du nicht. Gut. Noch einmal kurz Hufeisen checken und dann... gucken wir, wohin wir zurückgehen werden, wovon wir uns haben ablenken lassen. Also zum Beispiel die Geschichte in Silver Cove, der Dungeon da. Das wäre, glaube ich, recht praktisch. Ich weiß nicht. Das kann weg. Das kann weg. Eine schöne Axt für ihn wäre praktisch, aber hilft halt nichts. Ja, Silver Cove. Nein, nicht Blackshire, verdammt. Hufeisen? Ja. Silver Cove. Genau, hier wollen wir hin. Und zwar zurück zu... nicht der Festung der Silberhelm, sondern das andere Ding. Fliegen? Das da. Oh, was machst denn du? Erfrischend. Permanent 2 Geschick. Okay. Machst du auch irgendwas Tolles? Permanent 2 Reaktion. Okay, wir sollten öfters Brunnen. Wow, Linie. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Hierher. So, alle ein bisschen mehr zusammen. Bisschen mehr zusammen. So. Da ist meine Kiste. So. Alles auf ein Diamant-Gargoyle. Und der überlebt noch. Das müsste ein paar erwischen. 1, 2, ja. Wusch. 4, 5 Stück waren das. Kaputt, kaputt, kaputt. Leben noch 2. 3. 2. Kaputti. Ja, doch. Das können wir ruhig alles aufsammeln. Im Gegensatz zu den Skeletten bringen die schon ein bisschen mehr hier. So, und Kiste. Oh. 12.800. 15.800. Regeneriert Zauberpunkte mit Zeit. Hat allerdings keine Rüstungsklasse. Was echt doof ist. Das heißt, das können wir nicht so wirklich benutzen. Aber ich lasse es mal bei Talan im Inventar, falls wir es doch mal brauchen. Wie geht's? Quartiermeister? Nö. Bin hier vollkommen falsch, richtig? Oh, was haben wir denn da? Vollkommen falsch sein ist manchmal auch ganz richtig, ja? Das sieht aus wie noch ein da. Oh. Das war nicht gut. Aber das sieht aus wie noch ein Dungeon, den wir noch nicht angeguckt haben. Das ist echt absolut schön, wie viel Auswahlmöglichkeit man hier hat in dem Spiel.
So, aber wir wollen jetzt hier schlafen. Nicht überrascht werden, ist schon mal gut. Tag des Schutzes. Stunde der Kraft. Rein da. Ja, und jetzt will ich diesen komischen Hokuspokus hier machen. Du. Tag der Götter. Oh, was ist denn hier? Ah, ihr sechster Sinn hat uns gezeigt, dass es da durchgeht. Sehr schön, Mürrim. Du. Fackellicht. Und dass hier ein Teleporter ist oder ein Durchgang. Warum sagst du mir, dass hier ein Durchgang ist, Mürrim? Oh. Wo sind wir? Ah, wieder hier. Okay. Also wir sollen da nicht auf den Boden klicken. Ach nee, das ist der Ausgang. Okay, also wir können hier abkürzen. Hier hin. Ah, das ist praktisch. Okay. Buffs sind soweit durch. Da muss irgendwo ein Geheimraum sein, weil hier sind... Genau. Gegenstände eingezeichnet. Naja. Ich weiß nicht. Du? 650 verzaubern. Giftresistenz verkaufen. Essenz des Glücks. Hast du schon Glück getrunken? Müssen wir gleich mal gucken. Oh, das... Oh, ja. Verkaufen. 15 Glück und regeneriere Zauberpunkte mit der Zeit. Warte mal. Du hast dafür schon Umhang. 5 Intellekt. Nimm den da. Oder lass den da verzaubern. Das ist noch besser. So, du hast 38 Glück. Du machst 15 Glück und ziehst 5 Geschick ab. Nee, ich kann gerade nicht meine Unterlagen gucken. Also beweich den Tag lieber auf. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin mehr. Boah, ist das viel Gold. Aha. Weg. Oh. Weg. Ah. Weg. Weg. Ah. Oh. Weg. Hohoho. Ah. Das würde ich auch gerne verzaubern. Ich weiß nicht. Feuer sind. Ja, so, wir haben 33.000 Gold. Und wir haben noch nicht mal angefangen, die Sachen zu verkaufen. Das ist sehr schick. So, jetzt kommt aber der Knackpunkt. Die starken Gegner, das Ganze bewachen. Nicht der da. Ich glaube, das ist nicht die höchste Stufe von diesen Gegnern. Das ist nur die zweite. Von dreien. Also bei den meisten Gegnern sind es ja drei. 854 Gold. So, euch können wir auch so niederschlagen, aber die Veteranen sind ein Zacken härter. Da können wir ruhig ein paar Zauberpunkte benutzen. Und die Fackeln hier sind komisch angeordnet. Ein Beschwörungszirkel oder so. Was haben wir hier? Hier war gerade ein Gegner. Oh, da bist du. So. Macht ihr was? Nö. Hier ist nichts. Oh, oh. Was bist du? Siegesaxt. Genau die Art von Axt, die Gerugon braucht. Die nämlich ähnlich gut ist wie das Schwert, das er benutzt. So, passt die Siegesaxt da rein? Nee, ne? Nö. Du dahin, du dahin, du dahin, du so, du. So. Bitte, 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 bitte eine ordentliche Verzauberung. Plus 5 Stärke und Ausdauer, vollkommen okay. So. Also nimmst du die Siegesaxt in die Hand, das Schwert in die Hand. Plus 12? Plus 11. Nee, nimmst das Schwert in die Hand. Das verkaufst du. So, du machst jetzt 59 bis 69 Schaden. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Sind hier hinten auch noch Sachen drin? Nee, hier ist nichts.
Jetzt überprüfe ich alle von denen, die ich finde. Nee. Nee. Okay, ich bin schon zweimal rum, glaube ich. Oh, da ist wieder so ein verdammtes Ritter. Ist hier die höchste Stufe? Oh, weg. Ich glaube, das ist die höchste Stufe, denn der ist ziemlich groß, rundenbasierend. Also Zauber gehen schon mal fast alle durch. Gerogon macht schön Schaden. Aber der hat ganz schön viele Trefferpunkte. Zauberpunkte nähern sich dem Ende. Mürrim braucht unbedingt Implosion. Fällt mir gerade auf. Weil sie ist die Einzige, die es noch Zauberpunkte über hat, weil sie halt keinen starken Zauber benutzt. Was einerseits schick ist, aber andererseits halt dafür sorgt, dass wir nicht ganz so schnell Gegner wegbrennen können, wie wir wollen. So. Wenn die zweite Stufe jetzt schon 850 Gold dabei hatte, wie viel Gold hast du dann? 1800 plus eine goldene Panzerrüstung. Träger ist resistent gegen Lähmung. 54 Rüstungsklasse. Doppelt so viel wie das da. Gib her. Ich mag die Ecke hier. Es ist genau das Richtige für uns. Wir kriegen jede Menge Gold, wir kriegen gute Erfahrungspunkte, wir kriegen richtig schöne Ausrüstung. Vor allem kommen wir besser voran als bei der Wolfshöhle, was schon einiges sagen will. So, was haben wir hier jetzt? Das sieht nach Kisten aus. Du hast zwei... Oh. Zwei Schlüssel gefunden. Kistenschlüssel? Ne, hier. Schlüssel eines Kriegsherren. Abstellkammerschlüssel. Ich hab's. Leere Kiste. Ich hab's. Entlassung. Kerkmond, es fehlt euch an Waffenbeherrschung, Hingabe und als wichtigste Eigenschaft an Führungskraft, um als Ritter erfolgreich zu sein. Euer konstantes Versagen lässt mir keine andere Wahl, als euch aus der Ritterschaft von Enros zu entlassen. Ich schlage vor, dass ihr euch eine neue Berufung sucht, oder ihr werdet die Kriegskunst niemals beherrschen. Osric Temper. Aha. Das ist der Grund, warum der Kriegsherr geworden ist. Er durfte kein Ritter werden. Und dieser große böse Typ war wahrscheinlich gerade der Kriegsherr. Hier ist nichts. Ich hab's. Oh. Dich könnten wohl verzaubern, wenn wir einen Platz hätten. Ich weiß es nicht. Ah. Kommst weg. Schlafen wäre schön, aber. Nee, wir sollten uns erst irgendwo ausruhen. Die sind alle schwach. Warum habe ich euch nicht geplündert? Sehr komisch. Oh. Aha. Oh. Feuerresistenz. Oh. Elektroresistenz. Oh. So viel schönes Gold. So viel schönes Gold. Wir konnten irgendwo schlafen. Hier. Du. Auge. Du. Fackellicht. Du. Das da. Also fehlt nur noch diese kleine Kammer hier, hm? Du... Tag des Schutzes. Komm schon. Tag der Götter. Oder so. Was war das? Stunde der Kraft. So. Tür ist doppelt verschlossen. Tür ist doppelt verschlossen. Wir haben... Kleiner Schlüssel, kleiner Schlüssel... Okay. Wow, okay. Das waren gleich mehrere von den Großen. Todesritter. Komm mal raus hier, Todesritter. Nee, so... Ah, okay. Verdammtes Ritter. K.O. ist nicht gut. Okay, rundenbasierend. Hauen, zaubern, heilen. Hauen, zaubern. Hauen, wiederbeleben. Hauen, zaubern. Zong.
Warum ist die jetzt umgekippt? Die wurde gar nicht... egal. Hauen. Hauen, hauen. Hauen, hauen, du. Ah, geteiltes Leben funktioniert nicht auf Unmächtige. Okay. Hauen, zaubern. Der ist auch gleich weg. Hauen. Kraftheilung. Hauen, hauen. Wunden heilen. Zaubern. Genau, lass Dalana in Ruhe, doofer Typ. Weg mit ihr. So. 2000 Gold. Und das war einer. Da ist ein Raum mit 5 oder 6 von denen. Ja. Also ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir nur den Anfang von bestimmten Dungeons angehen können. Und danach haben wir ein Problem. Kurz mal hochgucken. Kommst du hinterher? Ja. Ist wieder so ein großer. Oh, 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 oh. Warum kippst du immer wieder um? Ist deine Rüstung vielleicht kaputt? Ja, okay. Repariert. Hab nichts gesagt. Das ist doch verständlich. So, den noch schnell töten. Hoffentlich. Schnell töten. Gold einsacken. Und gab's einen Stufeaufstieg? Ja. Und raus hier. Freehaven. So. Wir schlafen. Stufe, Stufe, Stufe. Und erstmal durchatmen.